Los Angeles, die Stadt der Illusionen, war vor kurzem unser Ziel. Urlaub? Nö, Fehlanzeige. Die E3-Show in der Stadt der Stars und Sternchen ging in die zweite Runde. Und keine Frage, das Teil hat sich bereits jetzt zum weltgrößten Event für Spiele gemausert. 3 Tage und 3 super extrem lange Nächte stand alles im Zeichen der Spiele. Naja, nicht ganz alles. Zahlreiche wirklich hübsche Mädels versuchten uns ständig vom Wesentlichen, eben den Games, abzulenken. In den folgenden Minuten haben wir ein paar Eindrücke von diesem Mega-Event für euch zusammengeschnipselt.
So oder so war die E3 das gigantischste, was die Spielebranche je aufgezogen hatte. Hier noch einen draufzusetzen dürfte schwierig werden. Aber das werden wir im nächsten Jahr sehen, wenn die E3 in Atlanta abgezogen wird.